Ich wette, mich hast du hier nicht erwartet. Und was jetzt? Thank you.
Du bist als nächstes! Diesmal Müllverbrennungsanlage, verlassene N-Card-Station? Im Süden von Japantown. Da gibt's einen Straßenmarkt. Auf einer Brücke über der Hauptstraße. Benutze den Fahrstuhl, da verläuft man sich leicht. Ich bin schon unterwegs. Lass mich nicht warten.
Hey, ten cuidado. Ich verstehe das nicht. Hat Arasaka nicht genug eigene Leute? Sehen Sie sich um, Sir. Die Stadt läuft heiß. Die Anzüge wissen, dass ein Funke reicht, um Japantown zum Überkochen zu bringen. Und Unruhen zerschlägt man mit Leuten, die nicht deinen Namen auf der Stirn tragen. Ah, da bist du ja. Wieso? Was tun wir hier? Das erfährst du. Ich habe selbst ein paar Informationen beschafft. Weißt du, wer Arasaka-sama am meisten mit der Parade ehren wollte? Sein Mörder. Die Ironie macht mich krank. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Was hat Yorinobu davon? Der gibt doch einen feuchten Furz auf Tradition und Ehre. Allerdings. Japanische Tradition ist nur ein Aspekt. Yorinobu will auch seine Macht demonstrieren. Die Festwagen werden schön sein. Aber ein geschultes Auge wird darin eine geheime Botschaft an seine Feinde erkennen. Ach ja? Und die lautet? Ich bin hier, Gumindomo. Passt lieber auf. Nicht gerade subtil, oder? Ich verstehe immer noch nicht, was uns das bringen soll. Mir ist etwas eingefallen. Sieh nach oben. Die Dashi-Wagen kommen genau hier lang. Wenn ich irgendwie auf Hanako-samas Wagen käme, könnte ich unter vier Augen mit dir reden. Und wie? Na, indem ich springe. Kriegst du nie hin, Goro. Das könntest du nicht mal, wenn du noch all deine Implantate hättest. Moment, wie? Nicht so voreilig. Während du krumme Geschäfte gemacht hast, habe ich mehr über die Festwagen erfahren. Sie werden alle am selben Ort aufbewahrt. Im Arasaka Industriepark. Dort bereiten sie sie vor. Wir müssen dort einbrechen, den richtigen Wagen finden und sein System mit einem Virus infizieren. Dann kannst du die gesamte Security deaktivieren. Kurz bevor ich hineinspringe. Viele Möglichkeiten, das durchzuziehen. Dafür brauche ich... Ich weiß, was du brauchst. Ist schon erledigt. Ich habe einen infizierten Splitter. Der war nicht billig, aber der Verkäufer meinte, er wird garantiert funktionieren. Es gibt noch was zu besprechen. Den Wagen zu kapern ist eine Sache, aber die Security macht mir Sorgen. Besonders die Scharfschützen. Ich werde ein leichtes Ziel sein. Aber ich könnte die Lösung haben. Okada erwähnte die Stadtkameras. Wenn wir sie hacken können, sehen wir genau, wo sich die Schützen befinden. Du kümmerst dich um sie. Guter Plan. Du bist einfach so einverstanden? Das Risiko ist hoch. Ja, naja, ich gewöhne mich langsam dran. Und nun, was sagst du zu einem kleinen Testlauf mit dem Splitter? Der Kamerakontrollraum ist vor uns. Du musst nur darauf zugreifen und das Netzwerk infizieren. Mhm. Und in der Zwischenzeit machst du was? Ein Bierchen zischen? Während der Arbeit rühre ich keinen Alkohol an. Ich passe auf dich auf. Na los,
funktioniert. Und? Das System hört auf uns. Der Splitter funktioniert. Gut, das war der leichte Teil. In den Arasaka Industriepark einzubrechen, wird nicht ganz so einfach. Aber bevor wir dazu kommen... Setz dich. Ich habe seit gestern nichts gegessen. Gib mir das Beste, was du hast. Heute empfehle ich die Yaktori. Irgendwas, das nicht von hier ist, bitte. Wir sehen uns morgen. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber dieser Saga-Scheißer könnte nützlich sein. Er ist wie ein abgerichteter Hund. Der braucht nur Befehle. Und wenn er seinen Teil erledigt hat, machen wir ihn kalt. Er ist nicht auf der Höhe, klar. Aber selbst ohne Implantate könnte er uns fertig machen. Woher willst du das wissen? Hast du ihn in Aktion gesehen? Nein, ich weiß es einfach. Er geht. Und sein Blick... Wir reden später weiter. Was ist das? Yaktori. Okay. Ich habe alles durchgebrannt. Erstens, wir brechen im Arasaka Industriepark ein und hacken Hanako-samas Festwagen. Zweitens, mit meiner Hilfe eliminierst du die Scharfschützen auf der Parade. Drittens, ich springe in den Wagen. Viertens, ich sage Hanako-sama die Wahrheit. Naja, klingt nach Selbstmord. Aber ich habe schon Schlimmeres durch. Was gibt es Schlimmeres, als Arasaka zu beklauen? Nein, das nicht. Damit habe ich die Latte aber auch echt hochgelegt. Und nun trennen wir uns. Aufklärung ist erforderlich. Was machst du denn? Lass ihn nicht von der Leine. Gib ihm nur ein paar... Du bist ein Fremder in einem fremden Land. Ich komme mit. Stimmt. Und du mit deinen Fähigkeiten, mit deinem diebischen Geschick. Gut, wir machen das gemeinsam. Oh, lauter, lauter! Yorinobu. Höchstpersönlich. Präsidentin Mayas Verstand ist das letzte Hindernis zwischen sich und absoluter Macht eliminiert. Und die werden sich ihm ergeben. Sagen Sie mir, was war dann die Ermordung meines Vaters? War das keine Provokation? War das nicht eine... Arasaka, ein Imperium für die Ewigkeit. Bevor Yorinobu es von innen angezündet hat, alles begann mit ihm. Die Fraktionen, die Machtkämpfe, das alles ist... Xo! Warum hat Saburo das toleriert? Ich verstehe das nicht. Hätte seinen Sohn an der kurzen Leine halten können. Arasaka-sama war ein starker, disziplinierter Mann. Der stärkste, den ich je gekannt habe. Und doch zeigte er im falschen Moment eine Schwäche. Für Yorinobu? Für seine Tochter. Als Yorinobu seine Bande gründete und seiner eigenen Familie den Krieg erklärte, hätte Arasaka-sama ihn einfach zerquetschen können. Aber er tat es nicht.
Er wollte nicht, dass seine Tochter deswegen leidet. Als Yorinobu mit eingezogenem Schwanz zurückkam, überredete sie ihren Vater, ihm noch eine Chance zu geben. Verstehst du? Hanako-sama hat Yorinobu vor den Konsequenzen seiner Taten gerettet. Sieht aus, als würde sich das jetzt ändern, solange Hanako unsere Version der Ereignisse glaubt. Vielleicht können wir ihr ins Gewissen reden, wenn sie eins hat. Zuerst müssen wir zu ihr. Kommst du mit? Klar, warum nicht? Verschwinden wir, Weh. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Bitte beerdigen Sie uns bald wieder. Sägemehl und Plastik. Warte mal. Ich muss weg. Komm. Ich habe einen guten Ort zum Beobachten. Also, fahr fort. Man nennt mich El Capitan. Und dich nennt man wie? Muss mich ja gar nicht mehr selbst vorstellen. Hast du schon gemacht. Wenn jemand mit was Geschäftlichem zu mir kommt, kümmere ich mich drum. Tag und Nacht. Verstanden? Aye, Captain. Wo wir dabei sind, brauchst du einen neuen Schlitten, einen Motorrad. Ich hab alles. Echte gute Preise. Meld dich einfach, okay? Wir müssen nur da hochklettern. Glücklicher bist du. Niemand scheint hier zu sein. Schöner Ausblick auf die Stadt. Wenn? Wenn? Wenn er denn schön wäre. Hast du Night City so sehr? Vielleicht habe ich nur Heimweh, wie ihr sagt. Weiter. Du suchst nach Schwachstellen, während ich mir eine Ablenkung ausdenke. Arasaka darf unsere Absichten nicht erfahren. Sabotage wäre genau das Richtige für eine Ablenkung. Links solltest du die beste Aussicht haben. Ich versuche es hier. Das alte Ding wird schon noch funktionieren. Wollen wir anfangen? Kann losgehen. Fußgängerbrücke, allerdings bewacht. Wenn wir keinen anderen Weg finden. Trafo an der Wand. Siehst du ihn? Ein gutes Podest. Tarngeschütze. Beim Tor. Sehr tödlich. Das wäre der letzte Ausweg. Thank you.
Ich sehe deren Kommunikation. Viele Wachen. Sicher gut für eine Ablenkung. Nicht übel. Rohre, siehst du? Über die könnten wir reinkommen. Ein Betriebstunnel, dort an der Straße. Führt vielleicht zu den Lagerhäusern. Antenne, das Sicherheitszentrum müsste dort drin sein. Perfekt für Sabotage. Wir fahren ständig Laster rein. Und wir klauen einen? Ich glaube, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Wir haben, was wir wollten. Also, gehen wir rein? Hast du das nicht auch vor dem Kompiki-Presser gesagt? Ich will sicher sein, dass wir nichts übersehen haben. Wir sollten warten und beobachten. Wenn nichts Ungewöhnliches passiert, ja, dann gehen wir rein. Klingt sinnvoll. Machen wir es uns bequem. Wie? Was? Keine plötzlichen Bewegungen. Siehst du sie? Die Katze. Schönes Tierchen. Dachte, die wären inzwischen alle verschwunden. Sie ist das erste Tier, das ich in Night City sehe, das keine Kakerlake ist. Erst verschwanden die Vögel, dann die Hunde. Die Katzen haben am längsten durchgehalten. Vielleicht ist es eine Bagineko. Chill mal. Ist nur eine Katze. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Meine Großmutter kannte viele Geschichten über Kitsune, Kappa und Bagineko. Vermisst du Japan? Eine dumme Frage. Ich stamme aus den Slums von Chiba 11. Einmal wollte ich unbedingt ausreißen und... Egal. Schlechte Erinnerungen aus einem anderen Leben. Mir fehlen die unbeschwerten Kindertage. Wie war es, in Chiba 11 aufzuwachsen? Ich erinnere mich an den Chemiegestank von dem Kanal, in dem wir die Wäsche gemacht haben. Konzernlaster kamen manchmal durch unseren Slum. Arasaka wählte Kinder aus, aber eben nur die sauberen. Wofür brauchten die Kinder? Als Konzernsoldaten. Als sie mich auswählten, war ich überglücklich. In der Armee hatte ich alles, was mir vorher fehlte. Disziplin, regelmäßige Mahlzeiten. Und als ich Talent zeigte, sogar eine Ausbildung. Du hast getan, was du tun musstest, um zu überleben. Das klingt, als verurteilst du mich. Dazu hast du nicht das Recht. Im Gegensatz zu dir und Mr. Wells war ich nicht so arrogant, den leichten Weg zu nehmen. Das Leben als Konzernsklave ist nicht gerade jedermanns Traum. Ah, natürlich. Denn Diebstahl ist so viel ehrenhafter. Wenigstens ruiniere ich nicht diesen Planeten und seine Menschen für ein paar Profite. Konzerne brauchen Kapital und Ressourcen, um Ordnung zu halten. Wer soll sonst führen? Korrupte Regierungen? Die Massen, die an ihren Federn hängen?
Zyniker, Nihilisten, wie du? Ach komm, nicht jeder will die Welt verändern. Das stimmt leider. Hey, ich war auch mal bei Arasaka. Ich weiß, wie die arbeiten. Rosig ist anders. Aber jetzt gehöre ich keinem mehr. Bin frei. Solltest du auch mal versuchen. Manchmal wäre ich gern Nomade. Weit weg von dieser Welt. Alle Sorgen vergessen. Es ist nie zu spät, was zu ändern. Wie sagt ihr so schön? Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Damals im Kompeki haben wir beide jemand Wichtigen verloren. Wir haben unseren Frieden noch nicht gemacht. Also suchen wir den Konflikt. Du hast keine Ahnung, was ich fühle. Es ist die Pflicht der Lebenden, für die Toten zu büßen. Ich bin sicher, Hanako-sama wird uns helfen. Oder sie lässt uns endgültig kalt machen. Die Bakeneko langweilte sich wohl. Sie wird ihren Weg finden. So wie wir. Zeit, etwas zu unternehmen, oder? Fuck, es wird schlimmer. Du siehst besser aus. Ablenkung. Darum kümmere ich mich. Ich bin drin. Gut. Versuch, ins Lagerhaus zu gelangen. Ich lenke sie von dir ab. Du hattest recht. Hab einen Zugangspunkt zum Sicherheitssystem. Sehr gut. Auch ich mache Fortschritte. Ihr erster Roman, Requiem für einen Samurai, der damals in über 70 Sprachen gleichzeitig veröffentlicht wurde, verkaufte sich ca. 3 Millionen Mal. Ja.
Falls es euch entgangen ist, macht die Optik scharf und zieht euch das rein. Ich weiß, dass du da bist. Okay, bin drin. Binde den größten Festwagen. Steuerung ist innen. Tech könnte ein einfaches Terminal sein. Alles klar. Wie läuft es bei dir? Gut, ich gehe zum Kontrollraum. Sorge für ein wildes Durcheinander. Wir finden dich. Also gut, ich bin soweit. Wenn du fertig bist, infiziere ich das System. Keine Bedrohung entdeckt. Okay, der Festwagen tanzt jetzt nach unserer Pfeife. Könntest damit nach Tokio fliegen. Ah, vielleicht tue ich das. Kurz gemacht. Jetzt bin ich dran. Siehst du das? Absolutes Chaos. Sogar das Dach öffnet. Das Dach. Dort kannst du raus. In der Nähe gibt es kleinere Gebäude. Über die kommst du runter. Ha, es hat funktioniert. Sehr gute Arbeit, B. Okay, was jetzt? Jetzt ziehen wir uns in den Schatten zurück. Uns in Geduld. Ich melde mich vor der Parade bei dir. Bis dahin, halt dich bloß von Erda fern. Als hätte ich nicht schon genug.